Hallo, hier ist wieder der Lexi und die phänomenale Codiplex. Und es geht weiter mit Doki Doki Literaturclub auf Deutsch. Ich mache den Ton mal an. So, wir haben, was ist das zweite oder das dritte Gedicht? Ich glaube, wir waren jetzt schon beim dritten. Auf jeden Fall haben wir es schon fast allen gezeigt, nur Sayori noch nicht. Und das tun wir jetzt. Es ist okay, denke ich. Komm schon, ich sehe doch, dass es dir nicht gefällt. Naja, du musst dir keine Gedanken darum machen, was ich davon halte. Immerhin hast du es für jemand anderes geschrieben, habe ich recht? Vermutlich für Nuss. Hä? Ich habe das für niemanden geschrieben. Das kann schon sein. Allerdings habe ich das nicht gemeint. Aber es ist schon in Ordnung. Du schließt neue Freundschaften, genau wie ich gehofft hatte. Das macht mich wirklich glücklich. Und du bist ebenfalls glücklich, oder? Ich habe gespuckt. In diesem Club. Ja. Na klar. Gut. Das Fenster ist noch auf. Das ist mir am allerwichtigsten. Meinst du, dass man es rauschen hört? Ich meine, dass wenn ich laut bin, das ist dann Das ist wahr. Danke, Xi. Dafür, dass du nicht aufgestanden bist und das Fenster zugemacht hast, sondern ich selber. Ja. Yeah. Sayori. Nein, ich gehe jetzt. Tschüss. Ist was nicht in Ordnung? Ja, du hast das Fenster nicht zugemacht. Nein, überhaupt nicht. Ich fühle mich heute nur ein wenig müde. Okay. Sag es mir einfach, wenn du was brauchst. Werde ich. Mach dir keine Sorgen um mich, okay? Du kannst jetzt mit den anderen spielen gehen. Wenn du darauf bestehst. Hurra! Ich werde heute ein bisschen früher nach Hause gehen. Sayori? Sag Monika, dass ich mich nicht wohl gefühlt habe, okay? Wir sehen uns morgen. Bevor ich auch nur ein weiteres Wort herausbringen kann, verlässt Sayori eine fröhliche Melodie vor sich hinsummend den Klassenraum. Okay, ihr drei. Das wären dann jetzt alle Gedichte, nicht wahr? Warum nutzen wir dann nicht die restliche Zeit und... Warte eine Sekunde. Geht es nur mir so oder hast du gerade etwas Seltsames gesagt? Hä? Irgendwas klang wirklich ungewöhnlich. Dieser Gesichtsausdruck. Von wem? Von Juri. Irgendwas klang wirklich ungewöhnlich. Stimmt. Sie stimmt sich selber zu. Ja. Du bist von deinem üblichen Slogan... Ich habe Logan gelesen. Ich du bist von deinem üblichen Logan, mit dem du immer unseren Club adressierst, abgewichen. Als ist die ganze Nacht an Monika herangetreten. Abgewichen. Logan. Tut mir leid, ich weiß nicht, was das heißt. Ich spreche kein Englisch. Ich habe doch keinen Slogan. Gott! Ach so, halt, ja. Warum ist die Stimmung heute so komisch? Blalalalalala. Schau, auch Juri hat es erwischt. Eine erdrückende Atmosphäre ist für gewöhnlich der Vorbote dafür, dass etwas Schreckliches passieren wird. In deinen Büchern vielleicht.
Schau, der einzige Unterschied besteht darin, dass Sayori nicht hier ist. Oh. Mir scheint, du hast recht. Sternchen seufzt, Sternchen. Sayori schafft es wirklich immer, die Stimmung zu heben, wa? Irgendwie fühlt sich alles komisch an, wenn sie nicht da ist. Verfällt sie jetzt wieder in den Dialekt? Nein. Ich brauche meine Liebe. Wo zum Teufel ist sie überhaupt hingelaufen? Ich dachte, sie muss pinkeln. Nuss, wo sind deine Manieren, wenn ich bitten darf? Ach, komm schon. Sie hat sich nicht gut gefühlt und ist nach Hause gegangen. Ja? Nein. Ich hoffe, es geht ihr nicht gut. Wirklich? Ja. Von all den Malen, wo du nicht mit ihr nach Hause gehst, wählst du ausgerechnet den Tag aus, wo es ihr nicht gut geht? So viel zu euch beiden, die angeblich ein Herz und eine Seele sind. Nein. Erstens, versteht meine Freundschaft mit Sayori nicht falsch. Und zweitens, sie ist mir heute aus dem Weg gegangen, deshalb wollte ich es nicht erzwingen. Ach. Und diese komische Laut kommt ausgerechnet von Yuri? Immer mit der Ruhe, Leute. Das hat er gerade laut gesagt, ne? Weiß ich nicht. Da waren, da waren keine Klammern drum. Ja, aber es sind ja manchmal keine Klammern und manchmal sind da Klammern und ach, was weiß ich. Ich habe eben noch mit ihr geredet und es ist alles in Ordnung. Nee, seine Gedanken waren ohne Anführungszeichen. Sowas. Nicht Klammern, sondern ohne Anführungszeichen. Nee, aber das war ja gerade ein Anführungszeichen. Das heißt, er hat es laut gesagt. Dieser Laut stammt ausgerechnet von Yuri. Ruft er einfach so in den Raum rein. Monika denkt sich einfach nur, beruhigt euch erstmal wieder, bevor ihr alle durchdreht. Was hat sie gesagt? Aber jetzt wird es allmählich mal Zeit, dass wir uns um die weiteren Vorbereitungen für das Kulturfest kümmern. Weich meiner Frage nicht aus. Mach mir Sorgen. Lass uns eben besprechen, was jeder von uns während des Wochenendes machen wird. So viele es am Ende. Machen wird. Wird's. Machen wird's. Ich weiß bereits, was ich mache. Ah, stimmt. Nuss wollte wieder Törtchen backen. Das Einzige, was sie kann. Aber wir werden wirklich eine Menge davon brauchen. Und dann auch noch in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Verstehst du, ich habe hier hohe Anforderungen für dich. Und wenn die nicht erfüllt werden, dann wird unser Stand untergehen. Ich will keinen Druck geraten. Bist du dir sicher, dass du das alleine schaffst, Nuss? Dass du alles alleine schaffst. Herausforderung akzeptiert. Was mich angeht, ich werde die Broschüren mit unseren Gedichten zusammenstellen und sie ausdrucken lassen. Weil ich habe das Geld von uns allen. Sayori wird mir dabei beim Design helfen. Ich habe statt Design gerade Gesang verstanden. Sie wird mir beim Gesang helfen, wollte meine Gedichte aufführen danach. Und was Yuri angeht, der arbeitet im Vodafone-Shop in Haltern. Der Arbeitskollege von jemand, den ich kenne. Okay, so, Punkte. Juri, du kannst mich mal. Juri, du kannst mich mal. Die ging hier schon den ganzen Tag auf den Keks. Jetzt spricht sie es einfach mal während einem komplett anderen Thema an. Juri, du kannst mich mal. Such dir doch selber aus, was du machen willst. Mal ernsthaft. Leute. Sie wirkt schon sehr niedergeschlagen. Leute. Könnt ihr mir eben mal helfen, etwas für Yuri zu finden? Das ist fies. Ich bin nutzlos.
Ja. Nein. Nein. Das auf gar keinen Fall. Ganz im Gegenteil, du hast sogar am meisten Talent von uns allen. Ich weiß nur nicht, wie ich es jetzt so, ne? In Worte fassen soll? Ja, wie du es jetzt zeigen könntest. Du bist so unfassbar talentiert in Bücher lesen. Das machst du besser als jeder von uns. Punkte. Was zieht der Nuss jetzt schon wieder für ein Gesicht? Monika hat gerade keinen Bock mehr. Juri, ich weiß nicht, was du machen sollst. Nuss, was ist denn jetzt schon? Ich rast aus. Ach Gott, jetzt erkenne selbst ich es. Ich schätze, ich habe Sayori nie genug Anerkennung geschenkt. Aber wenn sie nicht hier ist, dann ist es für euch ja noch schwieriger. Ihr könnt ihr ja gar nichts. Ja. Das kann man durchaus so sagen. Aber was für ein Präsident. Aber was für eine Präsidentin wäre ich, wenn ich nicht auf meinen eigenen zwei Füßen stehen könnte? Also, Juri, geh zurück in deinen Shop. Du hast eine wunderschöne Handschrift, nicht wahr? Demnach würde es sich anbieten, wenn du dich ein paar... Wenn du dich um ein paar Banner und Dekorationen kümmern könntest. Du weißt schon, um die richtige Atmosphäre und so zu erzeugen. Atmosphäre. War das nicht irgendwas mit Raumschiffen und so zu tun? Klar, Moment, ich muss mal kurz hier, wie ich überhaupt die Zeit im Blick haben kann. Also, ich liebe Atmosphäre. Juris Gesichtsausdruck wandelt sich schlagartig, als sie mit einem Male hochkonzentriert auf ihren Tisch starrt und leise Ideen vor sich hin murmelt. Dein Verstand läuft schon auf Hochtouren, wie ich sehe. Das ist doch wunderbar. Du wirst wirklich eine großartige Hilfe sein, Juri. Und jetzt, wo wir das auch hätten, fehlst nur noch du, Xi. Ja, stimmt, ich fehle. Tschüss. Der kein bisschen hilfreich ist. Monika, den sehe ich nur, jetzt geht der Zirkus nochmal los. Sag doch sowas nicht. Wenn ich es mir genau überlege. Haben sowohl Nuss als auch Juri wirklich eine ganz schöne Menge zu tun. Demnach wäre es vermutlich keine schlechte Idee, wenn du einer von ihnen zur Hand gehen könntest. Alternativ könntest du natürlich auch mit mir immer gehen. Alternativ könntest du auch mit mir gehen. Ich meinte mir helfen. Das ist ja auch ein sehr typischer Dialog. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Da würde ich mich tatsächlich auch drüber freuen. Das will Monika damit etwa andeuten, dass ich das Wochenende mit einem der Clubmitglieder verbringen soll? Wie um Himmels Willen wird... So schreibt man das nicht. Willen ist in dem Fall groß. Werden die anderen wohl auf so einen Vorschlag reagieren? Wie werden sie wohl reagieren? Spannende Musik einfügen. Nun. So. Nun. Ja. Nun. Dieser Text. Ich werde ihn sogleich vorlesen. Ich hätte auch nichts gegen ein wenig Hilfe. Nun, selbst wenn du nicht backen kannst, gibt es immer etwas Drecksarbeit, die ich dir aufdrücken kann. Es ist nicht so, als würde Monika mir eine Wahl lassen. Außerdem solltest du nicht die ganze Zeit auf deinem Hintern sitzen.
Wie immer versucht Nuss mit irgendwelchen lahmen Ausreden ihre Absichten zu überspielen. Wenn ich mich recht entsinne, Nuss, hattest du nicht mal erwähnt, dass du gerne alleine backen würdest? Xi würde dir vermutlich nicht so gerne helfen wollen, wenn du ihn so als Plage darstellst. Deswegen ist er wahrscheinlich besser dafür geeignet, bei den Dekorationen zu helfen. Warte, das habe ich nie gesagt. Wie schwer kann es bitte sein, ein paar Dekorationen zu machen? Klingt eher so, als würdest du nur Ausreden suchen, um Xi zu... Was erzählst du da? Das Dekorieren erfordert haargenaues Arbeiten. Sie wirkt sehr sicher in ihren Aussagen. Und backen nicht? Was geht denn mit dir? Was geht denn mit dir? Leute, er unterbricht mich immer in meinem Flow. Komm bitte mal wieder runter. Im Endeffekt muss Xi selber entscheiden, warum er ständig meinen Flow unterbricht. Wem er helfen möchte. Ja, denen helfen, dich unterbrechen. So nämlich. Davon mal abgesehen, hat er bisher noch gar keine Gelegenheit dazu gehabt, ein bisschen Zeit mit mir zu verbringen, wisst ihr? Deswegen bin ich mir sicher, dass... Du sagtest buchstäblich gerade! Das überrascht mich jetzt ebenfalls. Schon gut, tut mir leid. Wollt's ihr nur mal gesagt haben. Gott. Können wir das jetzt endlich regeln? Ja. Xi, das ist doch soweit okay für dich, oder? Im Endeffekt ist es wirklich deine Entscheidung. Na klar. Dieses, na klar, ist gerade so seine Hauptphrase. Na klar. Klar, es ist mein, ja, es ist meine Entscheidung. Ich freue mich, dass du hier neue Freunde gefunden hast. Na klar. Gut. In dem Fall? Sie alle schauen mich erwartungsvoll an. Aber es ist doch vollkommen klar, für wen ich mich entscheide. Und diese Person wäre... Ja. Sehen wir mal. Nuss. Ja. Knapp über ihren Augen. Sie schaut so dazwischen durch. Nun, backen hört sich nach Spaß an. Und es hat sich nach viel Arbeit angehört. Da könnte eine zweite Person nicht schaden. Keine Sorge. Backen macht eine Menge Spaß. Du wirst definitiv zustimmen. Hast du nicht eben noch gesagt, dass... Das ist weil... Punkte. Vergiss es, okay? Naja, wie dem auch sei. Bist du sicher, dass du alleine klarkommst, Juri? Natürlich. Schließlich bin ich es gewohnt. Das freut mich. Auch wenn Juri einen Hang zur Melodramatik haben mag, tut sie mir dennoch ein bisschen leid. So, das ist alles okay? Nee, es steht nicht okay, es steht oder. Lies doch richtig, verdammt nochmal. Müssen wir noch etwas besprechen? Nee, ich glaube, das wäre dann alles für heute. Nee. Freut ihr denn euch schon auf das Fest? Ja. Alles außer unserer Aufführung wird großartig sein. Ich glaube kaum, dass das zählt. Und was ist mit dir, Xi? Na klar. Mit mir? Ich würde sagen, ich freue mich schon drauf. Ein wenig. Immerhin besser als gar nicht. Einfach die Erwartungen niedrig stapeln, dann wird man auch nicht enttäuscht. Täuscht. Und wie sieht's bei dir aus, Juri? Juri? Sie schmollt immer noch. So sieht übrigens Schmollen aus, wenn du da stehst. Und den Mund zu einem O formst. Ja, und den Blick so leicht schräg gen Boden. Und die Brüste nach außen. So, also weil die Arme sind so hinter dem Rücken und dann sieht man halt die Brüste am besten. So schmolle ich auch.
Ja, die Haltung ist tatsächlich etwas schwierig, ohne dass man das nach vorne streckt, wobei die generell leicht komische Körperhaltungen haben manchmal. Also gerade Monika, wenn sie so komplett zur Seite geschwungen ist. Ein gewisser Let's Player meinte immer, sie würde sich den Rücken dabei verrenken. So wie das so aussieht. Welcher Let's Player? Ja, dieser eine, du weißt schon. Der welcher? Ja, der eine, der jetzt auch nicht mehr auf YouTube aktiv ist. Ja, welcher? Ja, der eine, du weißt schon. Ja. Ich schweige. Punkte? Jetzt fängt auch Nuss an zu schmollen. Es ist nicht. Ich meine, es ist keine große Sache oder so. Nun, das ist nicht alles. Fragezeichen? Ich glaube, dass Juri sich im Allgemeinen etwas unterschätzt fühlt. Sie musste sich einfallen lassen, was sie tun kann. Und dann hat ihr niemand Hilfe angeboten. Ich auch nicht. Obwohl ich explizit gefragt wurde. Also, seht ihr, wie schlecht es ihr geht, weil ich mich nicht dafür entschieden habe? Ich möchte nur nochmal darauf hinweisen. Ihr geht schlecht. Und zwar richtig. Das heißt nicht Punkte. Das heißt nicht Punkte. Wow. Fast. Mit einem besorgten Gesichtsausdruck lässt Nuss ihren Blick zwischen uns hin und her wandern. Man sieht dich nicht. Ich weiß. Aber er macht immer so schöne Gestiken und Mimiken und man sieht das nicht. Ja, yeah, braucht man auch nicht. Niemand würde das wollen. Schau. Tu ich. Dann musst du lesen. Ah. Schließlich geht sie zu Juri hinüber und legt ihr eine Hand auf die Schulter. Juri, du bist wirklich die Talentierteste hier. Sie legt ihr die Hand auf die Schulter. Mhm. Ja, dies tut sie. Ja. Und? Und du trägst dazu bei, dass diese Veranstaltung viel lustiger und einladender wird. In dem Moment fängt sie an zu weinen. No. Ich meine die Törtchen. Ich habe Tätowierungen gelesen. Ich meine die Tätowierungen hier auf dem Unterarm. Werden wahrscheinlich auch einen nicht unerheblichen Teil beitragen. Sie haben nämlich alle... Törtchen-Tätowierungen. Das haben alle Mitglieder. Des Literaturclubs? Ja. Der Törtchen-Literaturclub. Auch bekannt als... Backclub. mit dem gewissen Extra. In Literatur im Sinne von, die lesen halt nur Kochbücher. Und schreiben. Kochbuchgedichte. Rezeptgedichte. Ja gut, das hätte wieder ja, was. Aber das gibt's cool. Auch. Ja? Rezeptgedichte. Ja, natürlich. Cool. So. Aber du wirst die Atmosphäre besonders machen. Das sind so Begriffe, die sollte man nur bei bestimmten Menschen einsetzen. Du wirst die Atmosphäre besonders machen. Du bist eine ganz besondere Person. Ganz was Einzigartiges. Das wird der wirklich ausschlaggebende Teil dafür sein, was die Leute während der Veranstaltung fühlen. Also, du musst aufhören, dich dumm zu stellen und dir ein wenig mehr Ruhm gönnen. Du hast richtig vorgelesen. Kisten. Schlussendlich lässt Nuss Juri wieder los und wendet sich von ihr ab. Meinst du das wirklich ernst? Nein. Aber... Juri ist nicht die Einzige, die ihren Ohren kaum trauen kann. Auch Monika und ich wurden von Nussworten mehr als nur überrascht.
Dass ausgerechnet Nusse etwas Aufmunterndes sagen würde, damit hätte wohl so gut wie niemand gerechnet. Aber ich glaube, mir dämmert allmählich, wie es dazu kam. Nuss hat versucht, so wie Sayori zu klingen. Und auch wenn es kein voller Erfolg war, ist die Intention dahinter klar. Sayoris sonniges Gemüt und ihre allgemeine Art haben einfach etwas Entwaffnendes an sich. Und das wollte Nuss hier mit einbringen. Es tut mir leid, so blöd gewesen zu sein. Ich werde mein Bestes geben. Und jeder von uns wird es zu einem ganz besonderen Fest machen. Ja, aber natürlich. Ich hoffe wirklich, dass jeder sein Bestes geben wird. Wirklich. Okay? Okay! Aber jetzt, wo wir das auch hätten, wären wir für heute eigentlich mit allem durch. Eigentlich. Wenn ihr wollt, könnt ihr also gehen. Da ist die Tür. Ja, tschüss, geht. Okay, aber ich bleibe etwas länger hier, weil ich nicht auf dich höre. Ich konnte heute kaum lesen, also wie du möchtest, das ist auch vollkommen in Ordnung. Das ist auch in Ordnung. Damit kann ich umgehen. Wird vermerkt. Nach und nach packen wir alle unsere Sachen zusammen. Außer Nuss. Auf dem Weg aus dem Klassenzimmer heraus unterhalten sich Monika und Juri miteinander. Ich möchte mich ihnen gerade anschließen als... Wo gehst du? Klingt so, als ob sie etwas perplex. Er kommt auf einen zu. Wohin gehst du? Noch so Zuckungen dabei. So richtig unauffällig. Aber klassische Zundere. Hä? Wir müssen doch noch die Pläne für dieses Wochenende machen. Du wärst buchstäblich nach Hause gekommen und hättest festgestellt, dass du nicht einmal eine Möglichkeit hast, mich zu kontaktieren. Das ist so wundervoll ausgedrückt. Stell dir vor, du wärst nach Hause gegangen und hättest dann deine Chance vertan, mich zu kontaktieren. Wie wäre dein Leben dann weitergegangen ohne das? Ah, ja, das stimmt. Ich habe keinen Plan, wie mir das entwischen konnte. Überhaupt nicht. Ich habe meinen Kopf auch nie woanders. Oh Gott, gut, dass ich dich noch aufgehalten habe. Ich gebe dir meine Nummer, okay? Du solltest es lieber nicht irgendwie seltsam wirken lassen. Warum sollte ich das? Nuss gibt mir ihre Nummer. Okay. Ich komme am Sonntag vorbei. Ich werde auch alle Zutaten mitbringen. Warte. Du kommst zu mir nach Hause? Nun ja. Was ist daran dann verkehrt? Ich meine, ich dachte, wenn ich derjenige bin, der hilft, sollte ich auch zu dir kommen. Ja, richtig. Als ob ich einen Typen mitbringen könnte. Mein Vater würde mich umbringen. Wirklich? Klingt ja ziemlich streng. Ja, wie denkst du, fühle ich mich? Ich kann nichts machen, wenn mein Vater zu Hause ist. Wie auch immer, ich musste mich kurz beschweren. Wir haben jetzt unsere Nummern. Und die des anderen. Das ist alles, was ich von dir brauche. Tschüss. Auf Nimmerwiedersehen. Leb wohl. Ich glaube, ich werde dich schreiben, wenn ich vorbeikomme. Geht klar? Ja. Ich werde dir wirklich zeigen, warum ich so gern backe. Das klingt wie eine Drohung. Ich werde dir wirklich zeigen, warum ich so gern backe. Du solltest dich also darauf freuen. Hm? Hast du nicht gesagt, du gibst mir nur Drecksarbeit? Nun, das habe ich einfach so gesagt. Es ist nicht so, als könnte ich mich wie benehmen und noch dazu vor den anderen. Ich freue mich drauf. Warte, echt jetzt? So in etwa. Die sind so unkompliziert miteinander, die beiden. Nur weil ich nie zuvor mit jemand anderem gebacken habe. Das ist alles, also... Alles klar, ich kapier's schon. Tut mir leid, dass ich überreagiert habe. Wie dem auch sei, ich gehe dann mal. Bis Sonntag.
Punkte? Vergiss es. Ich kann es noch gar nicht so wirklich glauben. Doch, du stehst hier direkt vor meinen Augen. Nuss wird mich also tatsächlich am Sonntag zu Hause besuchen. Besuchen? Oje, meine Nerven gehen jetzt schon mit mir durch. Und das, obwohl ich mich doch mittlerweile schon einigermaßen daran gewöhnt habe, mit ihr umzugehen. Aber wer weiß schon, was passieren wird, wenn wir uns außerhalb der Schule treffen. Und als ob das nicht genug wäre, hat sie auch noch selber zu mir gesagt, wie sehr sie sich darauf freut. Ist das vielleicht die Gelegenheit, endlich den nächsten Schritt mit ihr zu gehen? Heißt, sie hatten einfach nie verabredet oder sonst irgendwas, aber erstmal den nächsten Schritt gehen. Naja, manche Menschen sehen das vielleicht auch als Date. Genauso wie... Ja, nein, dass sie sich so treffen, ist eine Verabredung im Endeffekt. Aber das, was sie jetzt in der Schule hatten, war keine, weil sie nicht allein war. Ach ja. Naja, aber wenn man ins Café geht oder so, zum Date ist man ja auch nicht alleine. Nee, aber es sind keine Personen, die sich in das Gespräch mit einbringen, das meine ich. Weißt du's? Vielleicht labern fremde Menschen auch. Ja, das wäre ziemlich unangenehm bei einer Verabredung. wenn du zu zweit da irgendwas machst, du willst dich kennenlernen, dann setzt dich einfach so eine Person, irgendwer aus dem Freundeskreis von einer von beiden Seiten dazu. Hey, ja, wer bist du denn? Hab dich schon lange nicht mehr gesehen. Wie geht's dir denn? Na, wer was bist du denn? Ich hab dich schon lange nicht mehr gesehen. Nee, zu der einen Person, die mir nicht kennt, und dann zu der anderen, die man kennt, die gekannt wird. Stehst. Mhm. Also so eine aufdringliche Person, die dann auch nicht einfach wieder geht. Mhm. Ohne zu sagen, oh, ich will ja nicht stören. Aber ob es dafür noch zu früh ist, das werden wir in der nächsten Folge herausfinden. Bei Doki Doki Literaturclub auf Deutsch mit jeder Menge Schmatzer. Jo. Bis zum nächsten Mal. Ich bin der Xi. Das ist die phänomenale Codiplex. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.